Schönen guten Abend, ihr Lieben. Na, seid ihr aufgewärmt? Schön, dass ihr hier seid. Wir sind hier im Warm-up für Birnbach. Es ist unglaublich, es rückt immer näher. Es ist schon hier. Es ist so gut, dich einfach zu sehen. Und so wie Carrie Underwood gesungen hat, and joy should fill your heart. Und Freude soll dein Herz erfüllen. Wir sind nur aus einem einzigen Grund her, dass Freude unser Herz erfüllt. Das ist das Einzige, warum wir, der einzige Grund, warum wir ein Festival machen, warum wir eine Erinnerung in unserem Geist schaffen, wo wir uns erinnern können, dass Freude unser Herz erfüllen kann und darf, immer hier und jetzt. Ich hoffe, du spürst es. Ich hoffe, du spürst diese Lebendigkeit. Es ist ein lebendiges Erlebnis, wenn wir hier zusammenkommen, um diese Einheit, um diese Verbindung zu feiern. Das ist der einzige Grund, warum wir hier zum Warm-up sind. Es geht nicht um bla 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 Worte, sondern es geht um die Erfahrung. And joy should fill your heart. Und Freude soll dein Herz erfüllen. Das ist der ganze Kurs in wenigen Worten. Das ist das ganze Motto, in Christus erblühen ist nichts anderes, dass Freude unser Herz erfüllen kann, wenn wir es zulassen. Das ist unser natürlicher Zustand. Freude ist unser natürlicher Zustand. Und die kann uns völlig erfüllen, diese Freude. Jesus würde sagen, nur wenn du es zulässt. Ja, er kann in dem Moment nichts für uns machen, weil es ist unser freier Willen ist. Und es gibt nur zwei Geisteszustände oder zwei Gemütszustände, in denen wir uns in dem Moment befinden können. In der vollkommenen Freude Gottes oder im Zurückweisen dieser Freude. Und wenn ich es nicht erfahre, wenn ich nicht in der Freude bin, dann will ich es noch draußen halten, dann will ich es noch zurückweisen. Und so einfach ist der Kurs und mit einigen wenigen Sätzen wäre eigentlich gesagt. Und doch schenkt uns Jesus diese Verbindung mit unseren Schwestern und Brüdern, dieses Zusammenkommen, dieses Festival, um uns zu erinnern an diese Freude. Was wäre das Festival ohne Freude, ne? Wenn wir dann auf ein Begräbnis gehen, wir auf ein Begräbnis, das haben wir zu lange, sagt Jesus, du hast zu lange den Tod, ja, das Begräbnis, die Begräbniszeremonial, Zeremonie, könnte man sagen, angebetet. Jetzt ist Zeit aufzuwachen und diese natürliche Freude, das ist was ganz Natürliches, das ist, muss ich nicht machen. Ich muss Freude nicht machen. Ich lasse sie nur zu. Sie ist immer gegenwärtig. Sie war nie abwesend, weil Gott in keinem Moment abwesend ist. Sind das nicht gute Nachrichten, meine Lieben? Gott ist nie abwesend, in keiner Zeit, in keinem Ort ist Gott abwesend. Aber ich kann nicht freudig sein, weil meine Lebensumstände mir es nicht erlauben. Da würde Jesus kommen und sagen, das ist nicht wahr. Du bist nicht freudig, weil du noch die Freude zurückhältst. Das ist der einzige Grund,
dass wir zusammenkommen und dass wir uns erinnern. Nein, wir wollen die Freude zulassen. Wir wollen heute feiern. Wir wollen ein Festival feiern. Und danke, dass ihr hier seid. Was wäre das Festival ohne dich? Was wäre das Festival ohne das Warm-up? Ich bin schon durchgeschwitzt. Ich bin in dieser Freude. Es ist einfach unglaublich, weil es so leicht ist. Es ist nicht was Schweres. Wir müssen was tun, um freudig zu sein, sondern wir dürfen es einfach ganz natürlich zulassen. Immer wenn wir gegenwärtig sind, ist die Freude hier. Hast du mich gehört? Immer wenn du gegenwärtig bist, ist die Freude hier. In Aramäisch hat es Jesus so gesagt, ich werde jetzt Aramäisch sprechen und jemand wird mich übersetzen. Nein, ich werde nicht Aramäisch, weil mir heute leider ist Aramäisch-deutsche Übersetzer ausgefallen. Aber der kommt dann zum Festival. Oder der russisch-deutsche Übersetzer. Aus Münster. Okay, wir sind hier in der Freude. Es ist so einfach. Das ist kindliche Freude. Jedes Kind hat Freude, weil da ist noch kein Zurückweisen. Da ist noch kein Schuldgefühl, was denken die anderen von mir, wenn ich vollkommen freudig bin. Was werden diese Rosenkreuzer in Birnbach von mir denken, wenn ich dir völlig freudig auftauche? Nicht von der Welt, für einen Moment auftauche, für einen Moment vollkommene Freude demonstriere und sofort nach Hause gehe. Und das ist immer dieselbe Aktion. Ich komme für einen Moment herein in Raum und Zeit. Für einen Moment vereinige mich mit meinen Schwestern und Brüdern der Demonstration im Lehren, im Geben und Empfangen von Freude und gehe im nächsten Moment nach Hause. Es ist nicht mehr. Aber es ist eine Einstellungsfrage. Brenne ich wirklich für Gott? Brenne ich für diese Freude? Ist es das Einzige, was ich will? Ist es das Einzige, was ich wirklich will? Dieses Festival in meinem Geist zu einem Festival der Freude machen. Oder als Festival der Freude in meinem Geist zulassen. Oder habe ich noch meine Bedenken? Ich weiß nicht, wie die Zimmer da in Birnbach werden. Vielleicht bin ich es auf der sicheren Seite, wenn ich nur im Zoom zuhöre. Weil ich habe schon gehört, da gibt es mehr Bettzimmer in Birnbach. Und ich bin es ja so gewohnt, alleine zu schlafen oder nur im Doppelbett. Es gibt tausend Gründe, nicht freudig zu sein. Und wer weiß, wie das Essen wird in Birnbach. Und das Wetter, vielleicht kommt es wieder zum Wetterumsturz. Da muss ich mir schon 2 Koffer einpacken, um nach Birnbach zu fahren. Und vielleicht die Andrea vergisst dann ihren Kartoffelsalat und dann kann ich auch nicht freudig sein. Oder vielleicht bringt sie was Neues, was sie uns serviert. Kannst du das verstehen? Kannst du das sehen in deinem Geist? Es ist so wichtig. Es gibt tausend Gründe, nicht freudig zu sein. Und ich kann die 1000 Gründe auch in Birnbach finden, dass ich dort nicht freudig sein werde. Und es gibt nur einen einzigen, ja, kein Platz mehr, weil es ein Fest der Freude ist, ja klar. Ich würde trotzdem auftauchen. Ich würde mir was außerhalb mieten und trotzdem auftauchen, weil ich will in der Freude sein. Es gibt so viele Barrieren in unserem Geist, damit wir nicht freudig sein können. Ich meine es ernst, Regina. Weißt du, nichts kann uns von irgendwas hier abhalten. Wo ich zum ersten Mal auf die Endeavor Akademie geflogen bin in den USA, bin für einen einzigen Tag hingeflogen. Für einen einzigen Tag. Bin einen Flug, nur für einen einzigen Tag. Weil es kann uns nicht stoppen. Wenn ich das will, und ich war das damals im Leben so, dass ich gesagt habe, ich will was anderes erfahren. Koste es, was es wolle.
Aber ich will mich erfahren, wie mich Gott erschaffen hat, in der Freude. Ich will erfahren und das teilen mit meinen Schwestern und Brüdern. Und ich will das sehen, was es heißt, wirklich in der Freude zu sein. Und jetzt wieder zurückzukommen. Es gibt tausende Gründe, warum ich gerade jetzt denke, vielleicht kann ich nicht freudig sein. Was wird in Kippirnbach passieren? Wie werde ich in den Zimmern schlafen? Im Mehrbettzimmer? Wie wird das Essen sein? Wie wird das Wetter sein? Wird es mein Auto dahin schaffen? Oder werde ich unterwegs einmal auf der Strecke bleiben und den ADAC anrufen müssen? Es gibt immer tausende Möglichkeiten, nicht freudig zu sein, Peter. Und es gibt nur eine einzige, freudig zu sein. Gott ist mit mir. Gott ist in dem Moment vollkommen mit mir. Gottes Gegenwart, ich kann sie fühlen, ich kann sie spüren. Und wenn ich es für einen Moment vergesse, sind meine Schwestern und Brüder da, die mich daran erinnern. Es ist doch unglaublich einfach. Es ist ein einfacher Kurs, Michael. Lasse ich die Freude Gottes zu? Oder bin ich noch immer mit der Vergangenheit und mit dem Reparieren und den Ideen der Vergangenheit beschäftigt? Nein, wir können nicht die Geschichte mit unseren Eltern verbessern. Nein, wir können nichts, was jemals in der Vergangenheit passiert ist, verändern. Aber wir können im Hier und Jetzt erkennen, dass Gott mit uns ist und dass ich deshalb und nur aus diesem einzigen Grund freudig sein darf. Wir können die Vergangenheit analysieren, wir können bis ins letzte Detail gehen, wir können alles wissen. Das ist, was das Ego machen will. Uns auf eine Reise zu schicken, dass wir ständig in Ideen der Vergangenheit uns im Geist gefangen fühlen. Und um Sorgen und um die Zukunft. Oder wir können einfach sagen, Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist nicht da. Dies ist der Moment des Festivals. Natürlich fängt das Festival nicht am Donnerstag an. Natürlich findet das Festival genau in diesem Moment statt. Und ich bitte alle, ihre Kameras einzuschalten. Nur wer jetzt gerade im Bad steht und nackt ist, der darf seine Kamera ausgeschalten lassen. So gilt die internationale Regel auf diesen Plattformen des Kurs in Wundern in Kolumbien oder wo auch immer. Wer im Badezimmer sich befindet und nackt ist, der darf die Kamera ausgeschalten haben. Der Rest, den lade ich ein, einfach sie einzuschalten, einzutreten, aktiv zu sein, keine Angst zu haben, in diese Freude zu kommen. Es ist so, so ein einfacher Kurs, Inge. Es ist ganz einfach. Glaubst du, dass die Wahrheit schwierig sein würde? Der menschliche Geist ist schwierig, weil der versucht immer was in der Vergangenheit noch zu verändern, das bereits vorbei ist. Habt ihr schon mal von Lektion 7 gehört? Kennt jemand zufällig die Lektion 7? Ist zufällig auf die Lektion 7 gestoßen? Meine guten Werke hat auch schon die Kamera eingeschalten, danke. Zufällig auf das gestoßen, Monika und ich, grüßt euch. Wir versuchen immer, die Vergangenheit zu verändern, zu reparieren. Was hat mir die Vergangenheit gelehrt? Wir fragen uns, was hat mich die Vergangenheit gelehrt? Darf ich dir eines sagen? Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass sie vorbei ist. Jesus hat es in diesen Worten der Bibel gelehrt. Lazarus, komm heraus. Steh auf, geh und folge mir. Das sind vier Aktionen. Das ist das ganze Festival. Lazarus, komm heraus. Du schnarchst da im Grab, du stinkst schon. Was hat ja gestunken in dem Grab? Stell dir vor, da liegt Lazarus und da kommt Jesus zu ihm und hat sich die Nase zuhalten müssen. So gestunken hat's da. Er hat zu ihm gesagt, Lazarus, es ist genug, ist genug. Du bist in eine Idee der Vergangenheit gefangen. Und das ist, was der Tod ist. Immer wenn mein Geist in eine Idee der Vergangenheit gefangen ist, immer wenn mein Geist auf die Vergangenheit zurückgreift und glaubt, die Vergangenheit hat ihm was gelehrt, die Vergangenheit hat mir nur eines gelehrt, im jetzigen Augenblick, dass sie vorbei ist.
Sie ist vorbei, die Vergangenheit. Und wenn sie vorbei ist, die Vergangenheit, dann kann ich im Hier und Jetzt vollkommen freudig sein. Und das ist die einzige Aktion, die uns Jesus im Kurs lehrt. Lazarus, Dirk, sagt Jesus zu dir, Dirk, komm heraus, steh auf, geh und folge mir. Folge mir in der Gegenwart Gottes, folge mir im Licht, folge mir in der Freude der Schöpfung. Und das feiern wir am Festival. Und das ist das Einzige. Und im Grab zu sein, heißt tot zu sein. Im Grab zu sein, heißt nicht freudig zu sein. Im Grab zu sein, ich mache mir jetzt Sorgen. Und wie wird es beim Festival mit dem Schlafen? Und wie wird es mit dem Wetter? Und wie wird es mit dem Essen? Und werden genug Toiletten sein, dass ich auf die Toilette gehen kann, rechtzeitig? Es wird immer 100 Gründe geben in meinem Geist, um nicht freudig zu sein. Und wie werde ich und habe ich die richtige Kleidung? Und wie werde ich auf meine Schwestern und Brüdern wirken? Es gibt immer hunderte, tausende Gründe. Und das, was wir, wenn wir das machen, das ist so wie Selbstboykott. Ich boykottiere mich in meinen eigenen Geist. Jeder Gedanke über die Zukunft. Ja, das Festival fängt am Donnerstag schon an. Nein, das Festival ist hier und jetzt. Es ist immer nur hier und jetzt. Es könnte in keinem anderen Augenblick stattfinden. Ist das nicht doch total das Freudigste, was wir hören können? Macht dich das nicht aktiv in deiner Umwandlung deiner Gedanken? Ich will diese Freude Gottes erfahren. Als ständige Erinnerung in meinem Geist mit meinen Schwestern und Brüdern. Ich will das Festival hier und jetzt bereits feiern. Mach dich das nicht aktiv, bist du, wow, das Himmelstor ist offen, würde Jesus sagen. Lass es einfach zu. Lass es zu, was du bereits bist. Lass diese Freude zu. Und um diese Freude zu erinnern, möchte ich noch ein Lied für dich spielen. Darf ich noch ein Lied spielen? Bereite dich auf was vor, das wird lustig. Aber heute ist ein lustiger Abend, heute ist ein freudiger Abend. Heute kommen gute Nachrichten zu uns. Wenn wir den Fernseher aufdrehen und diese und diese Nachrichten, hier sind wir auf dem Kanal der Wunder. Wir nennen das Warm-up zum Festival. Wir teilen hier gute Nachrichten. Und jetzt möchte ich ein Lied mit dir teilen und ich hoffe, es macht dir Spaß, es zu hören. Weil es die Freude unser natürliches Selbst ist. Ich freue mich schon so auf Birnbach. Ich freue mich schon so auf den Moment. Ich freue mich schon so auf die Vereinigung mit dir. Was kann es Schöneres geben? Was könnten wir Besseres in Raum und Zeit machen? Noch uns ein bisschen übers Leben beklagen? Noch ein bisschen an der Vergangenheit festhalten? Noch uns ein bisschen Sorgen über die Zukunft machen? Na, hoffentlich hat mich jemand angerufen. Hoffentlich, wenn ich nach Birnbach gehe, dann lehre ich mir nicht das Essen über meine Kleidung. Und in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, haben wir so zu lachen angefangen, weil er gesehen hat, welche Ideen wir wirklich haben können und wie sie in einem Moment weggeblasen werden können. Wir haben so herzhaft gelacht am Telefon, glaube ich, für eine Viertelstunde. Es war so köstlich. Wenn wir mit dieser Einstellung aufs Festival gehen, hoffentlich lehre ich mir nichts über die Hose oder über das Kleid oder über meine Bluse oder mein Hemd. Dann vergesse ich den eigentlichen Zweck für einen Moment. Und deshalb ist es so gut, dass wir uns haben. Nicht, dass wir uns auslachen. Nicht, dass wir sagen, ah, wie kann jemand sowas? Es ist in meinem Geist, sonst hätte er mich nicht angerufen. Und wir haben es einfach hinweggelacht. Fortgelacht. Wie wird diese Welt enden? In Lachen, sagt Jesus.
in Lachen wird's enden. Und jetzt möchte ich dir ein wunderbares Lied spielen, Teil der deutschen Musikgeschichte. Und lass dich mal überraschen, was jetzt kommt. Und ich werde mal die Aufzeichnung stoppen. Na, ich will sie nur stoppen. Na, hat's auch Freude gemacht. Wer wird mit dem Radl nach Birnbach fahren? Überlegen schon einige, mit dem Radl hinzufahren? Dann wird's Zeit, jetzt zu starten. Ja, wir sind mit dem Radl da. Das ist der offizielle Song des Festivals. Ich muss nur mit dem Andreas sprechen, ob er den wirklich als offiziellen Song dann auch zulässt. Aber er hat eine starke Präferenz in meinem Geist. Immer wenn ich dieses Lied höre, macht es mir einfach Freude. Und um das geht's. Und das geht's im Kurs. Das ist dieser Gesang der Ewigkeit. Das ist der Gesang der Freude. Wenn ich Gottes Stimme höre, dann bin ich freudig. Wenn ich auf all meine Einwände höre, warum ich jetzt nicht zum Festival kommen kann oder warum, dann kann ich nicht freudig sein. Und das ist einfach eine simple Entscheidung. Weißt du, wir können immer wir können jetzt zum Festival kommen und immer unseren urteilenden Geist anwenden. Und dann werden wir nicht freudig sein. Dann wird es immer was geben, was gerade nicht vollkommen ist. Es wird die Nachbarn im Zimmer, die mit mir schlafen, sind zu laut, das Essen ist zu gewürzt. Da wird es immer was geben. Der Handyempfang ist überhaupt nicht gut in Birnbach, das kann ich euch schon gleich sagen. Das ist eine Katastrophe. Ich habe ein paar Podcasts versucht, letztes Jahr hinaufzuladen. Die haben 7 Tage lang gedauert. Ha! Nach 7 Tagen war die Tageslektion oder der Tagespodcast hinaufgeladen auf meinen Telegram-Kanal. Da wird es immer was geben. Dann kann ich nicht kommen, dann bin ich schon enttäuscht. Ach, warum kann man es nicht woanders machen? Die Gesten aber auch schon einmal freundlicher zu mir und liebevoller. Der Andreas, früher war er Ossi, jetzt ist er Wessi. Weil jetzt macht er das Kursfestival, jetzt geht er schon herum wie ein Wessi, hat jemand zu mir einmal gesagt. Und da gibt es 1000 Gründe. Was werden mir die lehren am Festival? Das ist der urteilende Geist. Ich komme mit einem Mangel dorthin. Was geben die mir? So bin ich auf 1000 Seminare gegangen. Was lerne ich dort? Was geben sie mir? Hoffentlich sind nette Leute da. Hoffentlich geben sie mir gutes Essen, eine gute Unterkunft. Hoffentlich gibt es tolle Lieder, die gespielt werden. Da bin ich ständig im Mangel. Oder, weißt du was? Und das ist das Schöne, wir können es neu sehen. Ich hab's immer, für mich hat es keine andere Alternative gegeben. Es war für mich normal. Ich gehe dorthin und komme mit Erwartungen. Und wer mit Erwartungen wohin kommt, der kann immer freudig sein. Weil diese Erwartungen werden immer enttäuscht. Und der Hubert hat auch schon einmal besser gelehrt. Das hat mir früher viel besser gefallen. Und das wird dann, kann ich auf jeden Lehrer, auf jeden, der neben mir ist, auf jede Schwester, auf jeden Bruder projizieren. Und die Betten, die sind auch nicht so gut im Birnbach wie im Hilton Hotel. Und die Toiletten auch nicht so schön und so hell wie im Bayerischen Hof in München. Da wird es immer was geben, was gerade nicht passt. Was mich gerade davon abhält, vollkommen freudig zu sein. Und Erwartungen führen uns immer ins Leiden. Wenn ich jetzt glaube, was werden die für mich am Festival haben? Und hoffentlich gibt's Mozartkugeln und Almdudler. Da werde ich immer leiden. Und das ist nicht nur beim Festival, es ist in jeder Situation. Erwartungen führen mich immer direkt ins Leiden, weil sie werden nicht erfüllt. Es wird nicht gut genug sein. So war das für mich immer. Es war nie gut genug. Und ich war immer enttäuscht und das kennt jeder. Und wenn wir enttäuscht sind, können wir nicht gleichzeitig freudig sein. Und so kann ich das auf dieses Festival natürlich auch machen. Ich kann dort hingehen und der Andreas, das war auch schon einmal, sein Lernen war besser oder das waren auch schon einmal nettere Leute hier. Die Sonne hat auch schon einmal mehr geschienen am Himmel.
Und überhaupt, dieses Birnbach ist ein verlorenes Nest da in Deutschland. Warum macht man es nicht im Yoga Vidya? Das ist ja alles viel professioneller. Und der Hubert war auch schon lustiger. Und so können wir das immer fortspinnen in unserem Geist. Das ist unser urteilender Geist, der wahnsinnige Geist, den Jesus im Kurs das Ego nennt. Dieser Geist, der ständig in Erwartungen lebt, der ständig was haben will, der ständig, im Englischen sagt man, gepleased werden will, der also ständig von außen Erfüllung erfahren will, den immer was fehlt. So kann ich natürlich aufs Festival gehen. Und weißt du was, dann wird es einfach schmerzhaft. Dann ist Leiden vorprogrammiert. Dann werde ich im Jammern sein, weil es wird dann nicht gut genug irgendwas genau sein. Und die Sessions, die sind so schnell getaktet. Und überhaupt war dieses Programm viel zu viel für mich. Das hat mich vollkommen überfordert. Also das ist immer eine Entscheidung. Und das müssen wir einfach sehen in unserem Geist. Das ist einfach wichtig. Wie, mit welcher Einstellung, mit welcher Geisteshaltung gehe ich dorthin? Bin ich da im Mangel? Will ich da was lernen? Will ich oder was bekommen, besser gesagt, vielleicht? Weil ich im Mangel bin? Und was ist die zweite Wahl? Und das sage ich dir jetzt ganz klar. Die zweite Wahl ist, geh dorthin. Mit einer völlig neuen Geisteshaltung. Und die Idee in meinem Geist ist, was kann ich dort geben? Ein Festival ist nicht zum Empfangen, sondern zum Geben. Was kann ich geben? Was kann ich zu dem Festival dazugeben? Ich kann Schokolade kaufen und sie verteilen. Ich kann Mozartkugeln und sie verteilen. Ich kann im Eingangsbereich, wenn ich ankomme, fragen, gibt es irgendwo, wo ich hilfreich sein kann? Kann ich irgendwo helfen? Braucht ihr irgendwo Hilfe? Und dann wird es zum Akt des Gebens. Und das ist der Mensch in dem Ego-Geist, in diesen begrenzten Vorstellungen und Ideen nicht gewohnt, sich vollkommen zu öffnen und zu sagen, ich gehe auf das Festival nicht, um was zu bekommen, sondern es bietet mir eine unglaubliche Möglichkeit zu geben und mich auszudehnen dort. Und wenn ich mich gebe, wenn ich mich ausdehne, dann bin ich in der Freude. Jeder von uns, jeder von euch hat so viel zu geben. Und das dürfen wir einfach immer wieder praktizieren. Und das dürfen wir uns immer wieder erinnern. Hier geht es um Geben, nicht um Bekommen und Haben wollen. Wir dürfen nach Birnbach fahren und jemanden fragen, der im offiziellen Organisationsteam ist, wie kann ich dir helfen? Wo brauchst du meine Hilfe? Du wirst sehen, wie sich dein Geist verändert. Du wirst sehen, wie du nicht mehr Zeit hast zum Jammern. Nicht mehr Zeit hast, die Fehler herauszupicken. Weil du im Service bist, weil du im Geben bist. Und warum leidet Gott nicht? Weil Gott nur gibt. In dem Moment, wo ich mich öffne zum Geben und für die Ausdehnung meines Geistes, höre ich auf zu leiden und bin in der reinen Freude der Schöpfung. Unglaublich, wir haben hier eine Möglichkeit zu geben, uns auszudehnen. Wird es in Birnbach so viele Möglichkeiten geben. Wir organisieren das ja selber, es gibt da Küche, ich kann fragen, kann ich da irgendwo helfen, Teller abzuwaschen, was zu reinigen, zu kehren, zu was auch immer. Es ist eine völlig neue Sichtweise. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Das führt mich zur wahren Freude. Wenn ich mit der Einstellung hingehe, was kann ich geben? Wie kann ich hier, Jesus, sag mir es, wie kann ich hier wahrhaft hilfreich sein? So werde ich die Freude Gottes erfahren. Und so wird das Festival für mich ein Festival und nicht mehr ein Begräbnis sein. Und das wollte ich einfach heute in ganz wenigen Worten, in ganz einfachen Beispielen einfach zeigen. Es gibt immer zwei Arten, in jede Situation zu gehen.
Die eine ist mit dem urteilenden Geist, aus dem Mangelgedanken heraus, mit den Erwartungen, die niemals erfüllt werden. Und wenn ich Erwartungen habe, werde ich immer ins Jammern und ins Leiden gehen. Und das haben wir für so viele tausend Jahre immer wieder wiederholt, weil ich immer geglaubt habe, was gibt mir die Welt? Was geben mir jetzt diese Organisatoren des Festivals? Wie kann ich da meinen Geist oder mein Herz auffüllen? Oder ich kann dorthin gehen und sagen, ich bin bereits voll. Gott hat mir bereits alles gegeben. Und ich bin nur dort, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin nur dort, um zu geben. Und in dem Geben liegt das Empfangen der Freude Gottes. So einfach ist es. Es ist eine völlige Umkehrung unseres menschlichen Denkens. Und das ist, was uns dieser Kurs anbietet. Deshalb machen wir dieses Festival, dass Caroline auftaucht, sich ihre Putzsachen noch ein, Meister Propper und die ganzen Sachen einpackt in ihr Auto, noch einen Kübel mitnimmt mit einem schönen Schwamm und dort an der Rezeption in Birnbach auftaucht und schon sagt, und was kann ich hier putzen? Wie kann ich euch helfen? Dann werden alle sagen, Caroline, du bist herzlich willkommen. Du bist ein Wunder. Letztes Jahr warst du noch dort und hast gefragt, wo sind die Kekse, die ich essen darf? Wo geht's hier zum Massagesalon und zum Beauty-Studio? Und heuer kommt sie mit ihren Putzsachen, alles schön eingepackt, nimmt sogar ihren eigenen Lappen mit, ihren eigenen Besen und fegt da dahin. Und das ist, wenn ich von Caroline spreche, spreche ich natürlich von dir. Spreche ich von jedem von euch. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Birnbach, das bezieht sich auf alles. Auf jede Situation deines Lebens. Wenn ich nicht freudig bin, bin ich nicht im Geben. Wenn ich nicht freudig bin, habe ich mir nicht die Frage gestellt, was kann ich in dieser Situation geben? Gott gibt nur. Und deshalb ist Gott nur freudig. Das ist das Rezept des glücklichen Lebens. Das ist das Rezeptbuch für dein Erwachen, das wir Kurs in Wundern nennen. Der Kurs in Wundern ist ein Rezeptbuch. Mein Erwachen war durch Kloputzen. Ich habe tausende von Klos geputzt und ich habe erkannt, wie ich mich geben kann in dem. Und das war wunderbar. Habe ich am Anfang Widerstand gehabt? Natürlich. Wäre ich am liebsten davongelaufen? Natürlich. Habe mir gedacht, das ist nicht angemessen, diese Tätigkeit? Natürlich. Habe ich eine andere Wahl gehabt? Nein. Ich wollte es einmal probieren. Ich wollte einmal die Erfahrung machen, was es heißt, wirklich zu geben. Und wenn wir einmal diese Erfahrung der vollkommenen Freude des Gebens machen, dann werden wir es immer wieder machen. Dann werden wir es immer schneller erinnern. Dann werden wir immer schneller wissen, Monika und Dick, wenn ich nicht freudig bin, bin ich nicht im Geben. Das ist der einzige Grund. Gott gibt nur, deshalb ist Gott freudig. Der ist nicht traurig, der ist nicht einsam, der ist nicht depressiv. Der beklagt sich nicht, der hat keine Erwartungen, sondern Gott gibt einfach nur. Gib, sagt Jesus. Gib allen alles und gib ein bisschen mehr. Aber ich kann doch gar nicht geben. Dann werde ich noch müde da in Birnbach und dann bin ich nicht mehr aufmerksam in den Sessions. Gib und du wirst sehen, du wirst nie müde werden. Wer gibt, wird nicht müde. Wer gibt, wird die Energie der Schöpfung in sich erfahren, weil die aktiviert wird. Wie nennt man die Aktivierung von Energie? Das Erwachen des Geistes im Christusgeist. Wir tun hier aktiv Energie, die Energie aktivieren durch eine Aktion des Gebens. Ich bin nur hier heute, um zu geben. Ich will dir alles, in jedem Moment alles geben. Ich will nichts zurückhalten. Ich werde nicht sagen, heute kann ich dir nicht viel sagen. Komm bitte nach Birnbach, dort werde ich dir alle Geheimnisse öffnen.
was wahre Freude ist und Lebensfreude ist. Wenn ich es dir nicht jetzt geben würde, würde ich es mir selber vorenthalten. Und wir könnten nicht vollkommen freudig sein. Es geht immer nur um hier und jetzt zu geben. Und deshalb liebe ich Aleph so, weil es eine Plattform des vollkommenen Gebens ist. Es findet kein Austausch statt. Da ist keiner hier, der zuerst 50 Euro bezahlen muss, damit er überhaupt eintreten darf. Das wäre die Idee des Austausches. Und die Idee des Austausches ist immer die Idee von Schmerz, ist immer die Idee von Leiden. Bei Aleph sind immer alle willkommen. Da kann jeder genauso kommen, wie er ist. Und alles erhalten und alles geben, weil wir dir alles geben wollen, weil wir freudig sein wollen. Deshalb ist Aleph in dieser Idee entstanden. Nicht als Plattform des Austausches, nicht wo man einen Mitgliederbeitrag bezahlen muss zuerst einmal und dann darf man erst teilnehmen. Glaubst du, dass Jesus so gearbeitet hätte? Dass der zu seinen, die Leute, die ihm gefolgt sind, gesagt hat, zuerst müsst ihr mir einen Mitgliederbeitrag bezahlen und dann dürft ihr mit mir sein? Und dann werde ich euch lehren und ihr dürft es lernen. Da hätte er sich selber in seiner Freude, in seinem Ausdruck und in seinem Geben beschränkt. Und wer sich im Geben beschränkt, der leidet. Wer alles gibt und ein bisschen mehr gibt, der erfährt die Freude Gottes. Das ist die Idee von Aleph. Das ist die Idee des Festivals. Alles zu geben. Weil in dem allen geben und ein bisschen mehr zu geben, die reine Freude Gottes kommt. Wow, danke. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin so dankbar, dass ich das mit dir teilen darf. Ich bin so dankbar, dass dieser Kurs so einfach ist und mir in einer so klaren Form zeigt, dass mein Bruder, meine Schwester nicht da ist, um irgendwas zu bekommen, sondern dass du da bist, um dir alles zu geben. Und dem allen geben, dir alles zu geben, gebe ich mir alles. Wow. It's over. Es ist vorbei. Es ist einfach. Es ist jetzt kein Geheimnis mehr. Vielleicht war es vorher ein Geheimnis. Es ist jetzt kein Geheimnis mehr. Geben ist immer, was Freude ist. Dienen, im Service sein, ist immer, was Freude ist. Deshalb gibt es in Birnbach Listen, wo man sich eintragen darf zum Abwaschen oder zur Reinigung. Und wenn ich mich eintrage, ist es eine Aktion des Gebens, eine Aktion der Freude. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Eindruck nicht so ausschaut. Vielleicht auf den ersten Eindruck, ich rümpfe mir die Nase. Da riecht es aber schlecht. Es ist mir alles zu viel Arbeit. Ich bin doch hier nicht zum Arbeiten gekommen. Ich habe ja schon vorher so viel bezahlt. Nein, es wird uns eine Möglichkeit geboten, um zu geben. Auch mich wirst du dort finden. Ich freue mich schon auf das Geschirr abspülen, abwaschen. Mit dir gemeinsam. Wir werden alles geben. Und wir werden eine unglaubliche Freude erfahren in dem Geben, die nicht von der Welt ist. Es ist so einfach, dieser einfache Kurs. Versuch ihn nicht zu verstehen, würde Jesus sagen, sondern geh in die Aktion des Gebens. Und in der Aktion des Gebens wirst du Gott verstehen, weil du freudig bist. Und wenn du freudig bist, das ist, was Verstehen ist. Halleluja! Geht's euch gut? Ist schon jemand eingeschlafen? Dicke, willst du mit uns gemeinsam die Dinge abspülen, abwaschen, die Teller? Die Maria sicher. Maria kommt aus Griechenland zum Festival. Also es wird ein internationales Festival, eine internationale Feier. Ich möchte dir noch ganz kurz was vom Kurs vorlesen. Weil es soll ja nur ein Warm-up sein. Meine gute Werke, guten Appetit.
Da sagt Jesus, es ist die Lektion 187, wir haben aus Zeitgründen nicht Zeit, das alles durchzulesen. Aber 187 ist eine unglaubliche Lektion für mich und immer eine unglaubliche Erinnerung. Aber du brauchst jetzt nicht den Kurs aufschlagen, lass dich es einfach vorlesen und freue dich über diese Worte, über diese Einleitung, über diese Einladung, über diese Aufforderung. Es ist die gleiche Aufforderung in anderen Worten, wie Jesus zu Lazarus gesagt hat. Lazarus, komm heraus. Bleib nicht in deiner faulen Idee über dich selber, die der Tod ist. Steh auf, geh und folge mir. In anderen Worten sagt Jesus in der Lektion 187. Ja, sind wir bereit? Sind wir bereit? Sati ist auch hier, Sati. Ja, wir sehen uns im Birnbach. In der Küche. Okay. Bist du bereit? Jetzt kommt Jesus von Nazareth, Lektion 187. Wow. Hör Gott zu, was Jesus sagt. Jesus sagt, gib freudig. Du kannst dadurch nur gewinnen. Gib freudig. Luise, gib freudig. Du kannst dadurch nur gewinnen, Uwe. Der Gedanke bleibt und nimmt an Stärke zu, während er durch Geben verstärkt wird. Also die Freude wird vermehrt, weil sie durch Geben gestärkt wird. Gedanken dehnen sich aus, und Freude ist ein Gedanke, wenn sie mit anderen geteilt werden. Und das machen wir am Festival und das machen wir in diesem Moment. Denn sie können nicht mehr verloren gehen. Leiden und nicht freudig sein hat immer mit der Idee von Verlust zu tun. Und Verlust ist immer meine Erfahrung, wenn ich gerade nicht teile. Ist die Gisela noch da? Also wir werden eingeladen, Gisela zu teilen. Unsere Mozartkugel, unser Repertoire Mozartkugel. Gedanken dehnen sich aus, wenn sie mit anderen geteilt werden, denn sie können nicht verloren gehen. Es gibt in dem Sinne, wie die Welt sie sich vorstellt, keinen Geber und Empfänger, denn du gibst immer nur dir selbst. Du gibst immer, vergiss nie, sagt Jesus in der Lektion 187, dass du nur dir selber gibst. Derjenige, der versteht, was Geben bedeutet, muss über die Idee des Opferns lachen, sagt er. Auch kann er nicht umhin, die vielen Formen zu erkennen, die das Opfern annehmen kann. Er lacht genauso über Schmerz und Verlust, Krankheit und Gram, Armut, Verhungern, kennst du das? Angst vor Verhungern und den Tod. Er begreift, dass Opfern die eine Idee bleibt, die hinter ihnen allen steht. Und im sanften Lachen des Gebens, der Aktion des Gebens, sind sie geheilt. Ist das, was du willst? Willst du Schmerz und Verlust, Krankheit und Gram, Armut, Verhungern und den Tod heilen? In deinem Geist dann gebe. Durch Geben werden sie geheilt. Der gibt, kann nur über diese Formen lachen, weil er wird in eine sofortige Erfahrung geführt, dass Geben Freude ist und das Zurückhalten und Nichtgeben Leiden ist. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden, sagt Jesus. Wie verschwindet sie? Durch Geben. Wie verschwindet die Illusion des Leidens? Wie verschwindet die Idee des Verlustes, der Krankheit, Gram, Armut, Verhungern und den Tod? Durch Geben. Herzlich willkommen in Birnbach.
Herzlich willkommen in der Aktion des Gebens. Was kann ich geben? Ich bin nur hier heute, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin nicht hier, um heute irgendwas zu bekommen oder um was haben zu wollen, sondern ich bin nur hier heute, um zu geben. Weil Geben der Idee des Verlusts und Schmerzes, Krankheit, Gram, Armut, Verhungern und des Todes ein Ende setzt. Gott gibt nur. Vergiss nie, sagt Jesus. Vergiss nie, Susanne, dass du dir nur selber gibst. Wenn ich also jetzt nach Birnbach gehe und dort Teller wasche oder was auch immer, oder in der Registrieren, beim Einchecken oder wie man das nennt dort, vorne mein Service anbiete, gebe ich nur mir selber. Vergiss es nie, dass du nur dir selber gibst. Dass der, was scheinbar deine Schwester, dein Bruder ist, scheinbar in einem Körper von dir getrennt, der Christus für dich ist. Dass du nur in jedem Moment mit dem Christus sprichst. Wo? In deinem eigenen Geist. Geben und empfangen sind dasselbe. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Wenn ich das erinnere, dass ich nur mir selber gebe, dann ist Depression, Angst, Gram, Verlust und Sorge unmöglich für mich geworden. Und deshalb setzen wir das Festival auf. Das Festival ist nur deshalb aufgesetzt, als eine Aktion des Gebens, um zu erinnern, dass wir uns nur selber geben. Halleluja! Was für eine einfache Botschaft von Jesus von Nazareth. Kommt und gebt, würde er sagen. Und in dem Geben empfängt ihr die Freude Gottes. Komm du nach Birnbach, und jetzt kann ich vielleicht nicht nach Birnbach, ich bin nur per Zoom dabei, gib dich vollkommen mit per Zoom. Natürlich bist du dabei, natürlich ist jeder dabei. In der Aktion des Gebens. Und du wirst jetzt immer wieder in deinem Geist dich fragen, bin ich jetzt im Geben? Und wenn ich im Geben bin, bin ich in der Freude. Wenn ich nicht in der Freude bin, bin ich nicht im Geben. Habe ich einen kleinen Denkfehler, ein kleines Zurückhalten in meinem Geist noch zugelassen? Gib allen und gib allen ein bisschen mehr. Gib nur, vergiss nie, du gibst nur du dir selber. Gib freudig. Du kannst dadurch nur gewinnen. Möchte jemand hier gewinnen? Oh, weiß nicht genau. Vielleicht irgendwann einmal. Gib jetzt. Schenk jetzt jedem hier ein Lächeln. Das ist, was Geben ist. Und du schenkst es nur dir selber. Das ist, was wir in diesem Moment erinnern wollen, gemeinsam mit dir. Halleluja! Wer hatte das gedacht, dass uns Gott und seine Gnade zusammenführt, um das heute in diesem Warm-up, in diesem Moment gemeinsam zu erinnern? Hat jemand noch eine Frage dazu? Aller Widerstand. Leute, erzähle mir, ich habe Widerstand gegen mein Erwachen. Kann nur ein Widerstand gegen die Aktion des Gebens sein. Weil ich vergesse, dass ich es nur mir selber gebe. Wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, was Geben ist, nämlich vollkommene Freude, dann werde ich es immer öfter erinnern und immer mehr die Freude zulassen. Weil es die natürliche Aktion des Geistes ist, Geben. Weil mein Geist, was sagt die heutige Lektion? Birgt nur, was ich mit Gott denke. Wenn mein Geist nur birgt, was ich mit Gott denke, werde ich nur mehr geben. Weil mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. In jeder Aktion des Gebens erkenne ich an, liebe Monika und lieber Dirk, dass mein Geist nur mit Gott denkt.
Mit Gott denken und geben ist genau dasselbe. Hast du mich gehört, Kike? Mit Gott denken, Harald, Dorothea, mit Gott denken und mir und geben ist genau dasselbe. Ist genau die Anerkennung der heutigen Lektion. Mein Geist wird nur, was ich mit Gott denke. Hat noch jemand eine Frage zum Festival? Waren alle mit dem Radl hin? Ja, wir sind mit dem Radl da. Oder mit der Deutschen Bahn. Es wird nicht gestreikt. Hab schon angerufen. Wir sind alle glücklich, wenn wir geben, dorthin kommen, das Licht ausdehnen. Und das dürfen wir erinnern. Wir kommen nicht dorthin nach irgendwas, um was haben zu wollen. Sondern wir kommen dorthin, um zu geben. So wie wir in jeder Aktion, in jedem Moment, in jeder Begegnung, würde Jesus sagen, uns die Möglichkeit zum Geben und damit zum Freude erfahren gegeben wird. Gibt es noch eine Frage? Also ich freue mich schon sehr. Es ist einfach unglaublich, dass uns eine Möglichkeit des Gebens auf diese Art und Weise angeboten wird. So, ich lade dich noch einmal ein, die Kamera einzuschalten. Solltest du nicht gerade im Bad sein, schalt sie einfach noch an. Wir möchten dein Lächeln sehen. Dein Geben ist dein Lächeln. Dein Lächeln ist auch ein Lächeln, ist auch eine Aktion des Gebens. Ansonsten wäre es von meiner Seite alles gesagt. Ich fahre nicht mit dem Radl hin, sondern ich fahre mit Gisela und mit Mario und Schiffbänker dorthin. Wir bringen Mozartkugel mit. Das haben wir heute alles schon besprochen. Und wir freuen uns riesig. Und ich sage dir einfach danke, danke für dein Hiersein und für deine Bereitschaft zu geben. Ich liebe dich. Danke von ganzem Herzen.